Neue Waren. Seht sie euch an. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Meine Archive befinden sich am nördlichen Ende der trostlosen Sande. Da werden wir meinen Körper und den schwarzen Seelenstein finden. Na, wir wissen doch beide, dass wir uns bei der ersten Gelegenheit nicht gehen werden. Ich bin vieles, Templer, aber ein Lügner bin ich nicht. Bei all den Geheimnissen, die ich über die Jahrhunderte gelernt habe, ist die Wahrheit weitaus unterhaltsamer. Nur ein Beispiel. Würdet ihr gern die wahre Herkunft eures Ordens erfahren? Ihr habt nichts zu sagen. Ich brauche mehr Zeit. Macht euch auf einen langen Kampf gefasst. Noch nicht bereit. An allen diesen Knochen sind Spuren von Messern und Zähnen. Keines dieser Tiere ist auf natürlichem Wege gestorben. Brast hat geschrieben, dass dieses Land einst eine Oase von unvergleichlicher Schönheit war. Eine große Macht. Hier ist der Eingang zu meinen Archiven. Lasst mich das Portal aktivieren. Ich musste all dies für meine Forschung und meine Experimente erbauen. Der schwarze Seelenstein war eine komplizierte Schöpfung. Ich musste viel dafür opfern, ihn herzustellen. Sieht aus, als wäre ich gerade rechtzeitig gekommen. Kaiser Hakan, was macht ihr denn hier? Gut, alle sind hier. Ich komme, um euch mitzuteilen, dass ich Belial gefunden habe und bereit bin, euch zu ihm zu führen. Dann wird der Herr der Lügen besiegt sein, sobald wir den schwarzen Seelenstein haben. Gut und schön. Aber zuerst muss ich wieder zusammengesetzt werden. Wir sind bereit, unseren Beitrag zu leisten. Vergesst nur nicht den euren. Habt ihr Belials Identität aufdecken können? Ja, doch wir müssen sehr vorsichtig sein. Er hat eure Taten beobachtet und wird langsam nervös. Ihr konzentriert euch auf den Zielschuss. Hinter diesen Portalen befinden sich zwei Relikte, die einst von meinem Blut betrieben wurden. Nehmt die Fiolen, die ihr gefunden habt, und aktiviert mit ihnen die Relikte. Ich werde hierbleiben und das Ritual vorbereiten. Seid vorsichtig. Engel sind nicht besser als Dämonen. Wusstet ihr, dass sie einmal darüber abgestimmt haben, die gesamte Menschheit zu vernichten? Nur eine Stimme hat unsere Art vor der Vernichtung bewahrt. Tyrael. Er ist der einzige von ihnen, der mir etwas bedeutet. Ja, was auch immer er noch sein mag. Hier ist der Aspekt der Gerechtigkeit. Und an Ausrottung ist nichts gerecht. Ich
warte immer noch. Ich bewundere eure Zielstrebigkeit, meine Liebe. Was meint ihr? Wir haben zahllose Kreaturen bekämpft und sind durch endlose Labyrinthe gereist. Und doch bleibt ihr wachsam. Eine wahre Hilfe. Come on.
werdet ihr nicht überleben. Zu werden und ein goldenes Zeitalter einzuleiten. Aber meine Horadrim-Brüder konnten die wahre Bestimmung der Menschheit nicht akzeptieren. Wir werden die Schattenschlösser mit Fiolen seines Blutes versiegeln und wir werden das Blut in der Wüste verstecken, unter ewiger Bewahrung. Ich kann nur hoffen, dass die Welt Kults Bösartigkeit nicht vergisst und dass sein Blut noch nicht bereit tastet unter dem gehenden Sand und vertragen. Es kursieren Gerüchte, dass die Kreuzritter zurück sind und nach Westen ziehen. Wer sind diese großen blonden Krieger? Sie sehen ganz anders aus als die Kreuzritter, die vor 200 Jahren aus Travisan loszogen. Die Bewohner der Ruinen dieser uralten Stadt vermuten, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugeht.
Der Herr der Lügen ist so gerissen wie boshaft. Wir müssen unseren Verstand einsetzen, um ihn zu besiegen. Täuschung ist mir nicht fremd. Man wird uns nicht überraschen können. Ihr habt recht. Wir werden auf jede List gefasst sein, die er für uns erdacht hat. Meine Tasche ist zu schwer. Ich kehre in die Stadt zurück. Ich habe gehört, ihr seid aus Tristram hierher gekommen. Meine Familie kommt von dort. Diese Gegend ist wirklich vom Pech verfolgt, nicht? Das wäre nicht sehr weise.